Willkommen zurück bei Sailor Moon Another Story und Sailor Mars in einem, naja, mir immer noch unbekannten Gebiet. So, ich bin jetzt auf Level 12 hoch und das sollte reichen, denke ich. Also ich weiß, dass man hier nicht so einen hohen Level braucht wie mit Ami-chan in der Schweiz, einfach weil hier der Gegner nicht ganz so dumm und nicht ganz so schwer ist. Geht doch. Wir haben Lhasa Water bekommen, was immer das ist. Und hier ist hier diese coole Cave-Musik. Das ist Phobos, der da gerade bei uns ist, ne? Das ist nicht Deimos. Der kommt aber bestimmt auch noch. Die Gegner sind stärker als draußen. Ich hoffe, es gibt noch ein Level-Up, bevor ich hier durch bin. Oh, hier kann man speichern. Ja, mach mal einfach mal. Und jetzt? Links oder rechts? Hier nach links. War bestimmt falsch. Wie viele Wege gibt es hier? Aha, das ist ein falsch. Gut. Oh nein, der war ganz falsch. Ach ja, warum bin ich nochmal nach links gegangen? Ich weiß es nicht. Das war so eine Eingebung. Toll, tolle Eingebung. Okay, also den ganzen Weg wieder zurück. Wollte ich gerade Speedwalken machen? Nein. Egal, wenn das noch für ein Level abreicht, dann soll mir das gleich sein. Oh, jetzt gehe ich nach unten. Hui, das war ja schon Level up, das ging schnell. Ja, tut mir leid, dass ihr euch jetzt die ganze Zeit irgendwelche langweiligen Kämpfe angucken müsst. Aber wir müssen ja den zweiten Raben retten. Und dann gegen... Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Kämpfen. Ich weiß es nicht mehr. Der Weg hier ist ganz schön lang. Ich hoffe, ich muss den nicht wieder zurück. Aha. Was tust du? Ah, was ist los? Wow, wow. Das hört sich eher wie ein Huhn oder ein Ent oder so. Ist das eine Sackgasse? Der Token des Hohepriesters scheint. Token benutzen? Yeah. Yeah, sagt sie auch. Dieser Token sollte noch nützlich sein. Wow. Was jetzt? Ah, da ist jetzt ein Weg. Wir gehen aber trotzdem erstmal hier gucken.
Ich habe so den Überblick verloren, wo ich bin. Ey, wie viele Wege es hier gibt. Ah, das war der Weg, den ich gerade noch nehmen wollte. Und obenrum wäre natürlich kürzer gewesen. Aber ich gehe natürlich untenrum. Jo, dann können wir wieder zurück. Schade, dass der Rabe nicht mitkämpfen kann. Im Manga verwandeln sich die Raben irgendwann auch in Sailor-Kriegerinnen. Nur in einem Kapitel und auch irgendwie nur ganz unspektakulär. Aber immerhin. Und sie heißen Phobos und Deimos, weil die beiden Marsmonde so heißen. Speicher mal kurz. Man weiß ja nie, was jetzt noch auf uns zukommt. Ja, hier speichern wir auch nochmal. Doppelt gemoppelt hält besser. Oh, das ist schon so. Very special Final Boss Musik. Oh, hier laufen auch noch random Gegner rum. Schade, ich habe gedacht, das haben wir hinter uns. Oh, die untere ist aus einer Folge, ich glaube, das ist die mit Neptuns Violinkonzert. Und die da drüber sieht ein bisschen aus, doch klar, das ist die aus Ein Walzer für Akiko mit Yusuke Amade. Ganz, ganz, ganz am Anfang von der ersten Staffel. Der Held meiner Träume oder so hieß die Folge. Ja, warum weiß ich das bloß alles? Und warum erzähle ich euch das alles? Interessiert wahrscheinlich überhaupt keinen. Aber falls doch, wisst ihr es halt. Ich weiß nicht alles, aber ich weiß sehr viel über Sailor Moon. Also ich bin ein wandelndes Sailor Moon Lexikon. Und mein Kater, der Mubu, hat am selben Tag wie Sailor Mars Geburtstag. Und das hat mich tierisch glücklich gemacht. Ja. Ich habe auch einen Sailor Moon Kalender an der Wand. Wenn ich jetzt nach rechts gucke, kann ich den sehen. Den habe ich mir drucken lassen mit selbst ausgewählten Bildern. So, wo gehe ich jetzt hier lang? Ich bin doch jetzt nicht komplett umsonst diesen scheiß Weg lang gelaufen, oder? Es ist eigentlich so ein bisschen unlogisch, dass es hier die Gegner... Ich meine, dass es die mehrfach gibt, dass... Also ich meine, dass die immer wieder kommen, dass die immer wieder belebt werden, okay. Aber dass es die teilweise zweimal gleichzeitig gibt, das ist so ein bisschen... Haha, jetzt hätte ich fast unlogisch gesagt. Ich meine, es ist ein Spiel. Da ist alles unlogisch. Sailor-Kriegerinnen sind unlogisch. Wobei ich, glaube ich, meine Seele verkaufen würde, um auch eine zu sein. Ja, das würde ich. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Gibt's noch ein Level Up? Nein, schade. Dann mal rein in die gute Stube. Hier laufen auch noch welche rum, meine Güte. Also wann kann ich mal eben Kaffee trinken? Der wird nämlich schon wieder kalt. Ah, Jedi-Sama. Den näher angucken. Das ist eine Bronzestatue von Jedite. Also war Jedite hier mal ein Gott? Ganz schön hart, ganz schön schwer zu glauben. Ja klar, Fadek und Jedite sehen sich ähnlich.
Wer kommt jetzt? Ach, die Leichen schon wieder. Schade, ich dachte, hier drin kommt jemand anderes. Sorry. Nachdem ich gestern sehr nass geworden bin und dann auch noch lange draußen war, da nass, habe ich mich, glaube ich, ein bisschen erkältet. Na? Ich erinnere mich jetzt so ein bisschen an den Knofensa-Turm. Wenn das Spiel mir sagt, dass ich speichern soll, sollte ich das tun. Höre auf das Spiel. Es kennt die Geschichte besser als du. Also hast du es doch hierhin geschafft. Ma. Aber du wirst kein ernsthafter Gegner für mich sein. Nichts kann uns stoppen. Lass uns kämpfen. Warte einen Augenblick. Warum müssen wir kämpfen? Ich will doch nur Fadek, also geh zur Seite. Ah, du willst meine Motive wissen? Der Stein geht an den Gewinner, deswegen. Das ist Jedites Stein. Okay. Darum bin ich nach Nepal gekommen. Okay, lass uns anfangen. Warte, ist Fadek okay? Ich sag dir das, wenn du verloren hast. Fein, dann lass uns anfangen. Yeah, Final Battle. Mal wieder. Fuck, haut die rein. Das wird nix. Oh, das wird ja mal überhaupt nix. Ja, ich mach nochmal einen kurzen Stopp und dann gibt's noch ein bisschen Offscreen Level Up. Bis gleich. Da bin ich wieder. Mars ist auf 15, hat jetzt 300 Punkte und das sollte reichen. Wir nehmen jetzt mal starke Attacken. Hui, die haut aber rein. What the fuck, das ging aber schnell. Wobei der letzte Schlag von ihr auch gut reingehauen hat, so ist es nicht. Ich habe deine Stärke unterschätzt. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, rechne nicht damit zu gewinnen. Nächstes Mal werden wir die gesamte Kraft der Sailor Senshi zerstören. Ganz sicher. Nächstes Mal. Wer ist das? Wer hat meinen Namen gerufen? Nergal. Ich bin die Schamanin Apsu. Was willst du von mir? Ich habe deine Stimme gehört. Ich hörte die Stimme, die in deinem Herzen... Die Stimme aus deinem Herzen. Die Stimme in meinem Herzen? Du wolltest schon immer stark sein, nicht wahr? Also, hast du davon geträumt, stärker als die Sailor Senshi zu sein? Was sagst du da? Ich verstehe, was du fühlst. Und ich selbst habe Kraft, die stärker ist als ihre. Oder die so stark ist wie ihre? Was sagst du? Ist es möglich, so eine Kraft zu haben?
Sag nicht sowas. Es ist dieselbe Kraft wie die der Sailor Senshi. Ich kann die Kräfte wecken, die tief in dir schlafen. Ich könnte stark werden mit so einer Kraft. Stark werden? Von jetzt an wirst du stark sein. Komm mit zu mir, wir können die Sailor Senshi bekämpfen. Die Sailor Senshi bekämpfen? Du kannst dich selbst testen, indem du gegen sie kämpfst. Okay, ich werde mit dir gehen. Hier. Es ist die Elite Stein, dem Sieger versprochen habe. Du hast ja die Elite Stein erhalten. Yay! Wieder. Wenn wir uns wiedersehen, werden wir schon sehen, wer dann gewinnt. Sailor Mars, du bist meine Trophäe. Vergiss das niemals. Was hört sich das denn so zweideutig an? Warte! Wo ist Fadek? Dieser Mann stillt im hinteren Raum. Später. Quack, quack, quack. Deimos! Dir geht's gut, das ist schön. Fadek! Hey, wach auf! Bitte, wach auf! Wenn du noch lebst, antworte mir! Antworte mir! Was ist das für ein Ort? Hey, was passiert? Du hast rote Augen. Idiot, ich war krank vor Sorge um dich. Ich meine, ich habe nicht gewusst, wo du warst. Aber du lebst noch. Hä? Vergib mir, Mars. Wie es der Zufall so will, ist mein Körper nicht echt. Meine Seele ist das Einzige, was zurückgeblieben ist. Das ist eine Lüge! Wenn du nicht echt bist, dann müsste ich auch ein Geist sein, um dich zu verstehen. Also glaube ich nichts davon. Du bist kein Geist. Wirklich? Leider muss ich dir widersprechen. Die Menschen in Yaga waren dazu da, den Taktakub-Tempel zu beschützen. Über viele Jahrhunderte lang sind viele Menschen in das Dorf gekommen, um zu beten. Darum bin ich gekommen. Zu beten? Nein, das war meine Einladung. Viele aus Krita Yuga, genau, also von den Leuten, die den Tempel beschützt haben, waren viele aus Krita Yuga. Diese Leute haben Jedaito-sama im Taktakub-Tempel verehrt. Und diese Beter gaben uns unser Aussehen. Also haben sie dafür gesorgt, dass du wie Jedite aussiehst? Tut mir leid, diese Erinnerungen sind so schmerzvoll. Ich hätte es dir eher sagen sollen. Mars, danke. Ich werde nicht vergessen, was du getan hast. Ich verschwinde. Leb wohl. Fadek.
Idiot. Meine Tränen hören nicht auf zu fließen. Warum hast du damit gewartet, mir die Wahrheit zu sagen, bis zu dem Moment, wo du verschwunden bist? Warum hast du dafür gesorgt, dass ich dich so sehr hasse? Quack, quack. Tröstet mich bitte, Phobos, Deimos. Danke euch. Lei-chan, hast du es geschafft? Hast du ja diesen Stein gefunden? Ja, ich habe ihn gefunden. Was ist los? Deine Stimme hört sich ein bisschen seltsam an. Es ist nichts. Ich komme bald nach Japan zurück. Lei-chan, piep! Usagi ist so wie immer. Mach dir keine Sorgen. Phobos, Deimos. Lass uns zurück zu den anderen gehen. Leb wohl, Fadek. Lei-chan hat ihre Geschichte beendet. Speichern? Ja. Super, damit haben wir auch schon den zweiten Teil vom zweiten Kapitel beendet. Ja, trotz allem gebe ich euch jetzt noch ein paar Hintergrundinformationen, bevor ich hier einen Schnitt mache. Denn, vielleicht wisst ihr es, vielleicht auch nicht. Im Manga war es so, da gibt es auch ein schönes Bild im Artbook zu, dass die vier Inner Senshi mit den vier Generälen jeweils ein Paar waren. Venus war mit Konshite zusammen, Rei-chan mit Yedite, das hat sich jetzt auch halt so ergeben. Ami-chan hat Zeusite gehabt und Neflite war mit Jupiter zusammen. Deswegen war das jetzt für Rei-chan wahrscheinlich auch so ergreifend, dass der Typ wie Yedite aussah. Weil sie irgendwann vor langer, langer Zeit, bevor sie wiedergeboren ist, mal mit ihm zusammen war. Ja. Wer Sailor Moon mag, wird das wissen. Wenn Sailor Moon nicht so sehr interessiert, den wird auch diese Info nicht interessieren. Aber ich dachte mir, ich werde das mal los. So. Also, ich mache hier einen Schnitt und im nächsten Kapitel sehen wir uns mit Jupiter-san wieder. Bis dahin.